Hallo, heute möchte ich euch ein Thema vorstellen, welches in der Biologie eines der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, um sie überhaupt zu verstehen. Das Mikroskop, sein Aufbau und seine Handhabung. Mit einem Mikroskop ist es möglich, unseren Sehwinkel wesentlich zu vergrößern, damit wir sehr kleine Dinge wie einzelne Zellen von Pflanzen sehen können. Da sich die Brechkraft von Auge und Linse addieren, können Objekte näher an das Auge herangeführt werden. Dadurch entsteht ein größeres Bild auf der Netzhaut. Durch das Hintereinanderschalten von mehreren Linsen lässt sich die Vergrößerung weiter steigern. So wird ein Objekt, hier die Zahl. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.